aus meinem Garten, umgeben von Blumen und mit einem neuen Format. Petra mit Buch draußen heißt das Ganze und ist mehr oder minder selbsterklärend, denke ich. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass ich euch Bücher im weitesten Sinne aus dem Bereich Royalty, aus dem Bereich Geschichte vorstelle, das jeweils im Freien. Eigentlich hatten wir heute vorgehabt, im Odenwald zu drehen, in der Nähe von Schloss Zwingenberg. Allerdings hat mein Mann ein bisschen Probleme mit den Knochen und deswegen haben wir gesagt, nee, soll er noch einen ruhigen einlegen und wir machen das Ganze heute im Garten. Also von daher noch nicht so volle Kanne unser neues Projekt, aber dennoch hoffe ich für euch informativ und unterhaltsam. Ja, welches Buch ich heute als erstes vorstelle, ist Alexander von Schönburg, Was bleibt, was wird die Queen und ihr Erbe? Das Ganze ist im Piper Verlag erschienen und ihr seht, ich habe mir schon heftig Anmerkungen gemacht. Insgesamt hat es samt Anhang 335 Seiten und liest sich, wie ich sagen muss, wie geschnitten Brot. Also es ist tiefgründig, aber so, dass es immer unterhaltsam ist. Es mischt Anekdoten, beinahe philosophische Überlegungen, Betrachtungen zur Geschichte, zu bestimmten Ritualen, deren Herkunft und. Und Alexander von Schönburg beweist, dass er ein sehr belesener Mann ist, ohne damit anzugeben. Und er ist tatsächlich ja mittendrin statt nur dabei. Und das bezieht sich durchaus auch auf ihn als Autor, denn er lebt in Berlin, arbeitet dort als Journalist und Buchautor und ist vielleicht vom Namen her dem einen oder anderen unter euch bekannt. Von Schönburg, da könnte es eventuell klingeln, genau. Die Fürstin Gloria von Thurn und Taxis ist eine geborene. Das heißt, die beiden wurden auch immer wieder zu royalen Feierlichkeiten eingeladen, waren bei Essen eingeladen, auch in intimeren Kreisen. Und hier bringt er zum Beispiel ein Foto der Hochzeit von Adam, dem Ehemann von Prinzessin Anne, stehen. Von daher hat er auch gleich zu Beginn ein Problem, nämlich er berichtet, dass das große Motto, wenn man mit Royals zusammenkommt, das Geheimnis ist. Also man berichtet nicht im Nachgang über das, was man dort erlebt hat, wenn man im privaten Kreis ist oder was da gesagt wurde. Und er sagt, aber wenn ich mich da wirklich dran halten würde, dann könnte ich das Buch nicht schreiben. Und da hat er wohl auch recht. Also von daher kommen immer wieder so kleine Anekdoten, es kommen kleine Geschichten, so Insider-Überlegungen, zum Beispiel zu Angela Kelly oder zu Prince Andrew. Dem widmet er ein paar sehr böse Zeilen, die aber, glaube ich, nachvollziehbar sind, so wie er sie beschreibt. Er beschreibt auch die Queen selber. Und das Ganze geht im Prinzip los damit, dass er das erste Mal bei einer Einladung neben der Königin sitzt und furchtbar aufgeregt ist. Und er sagt dann aber, die Königin ist nichts so sehr gewohnt wie Menschen, die in ihrer Gegenwart plötzlich hohl drehen. Und deswegen hat sie sich so kleine Sachen zurechtgelegt, mit denen sie den Leuten so ein bisschen die Aufregung nimmt. In seinem Fall war das eine kleine silberne Box, in der sie Kekse für ihre Hunde drin hatte. Und sie führt ihm dann vor, wie jedes Mal, wenn sie den Deckel von der Box lüftet, aus allen Richtungen ihre Corgis angewatschelt kommen. Und dann klappte sie den Deckel wieder zu, enttäuscht, Corgis latschen wieder weg. Dann macht sie den Deckel wieder auf, Corgis kommen wieder an. Und damit war im Prinzip das Eis gebrochen zwischen den beiden. Ja, er stellt auch den wirklich sehr köstlichen Humor der Königin vor. Da habe ich mir auch extra eine Stelle markiert, als er nämlich bei einem Essen neben Prinz Philipp saß und sich mit dem auf Deutsch unterhalten hat, weil Prinz Philipp
Sprache war ja eigentlich Deutsch. Und da sei die Königin an ihnen vorbeigelaufen, wie sie sich da eben unterhalten haben. Und ich steige jetzt einfach mal mitten rein. Und als ich sie anschließend fragte, ob ihre Hunde diese Kekse wirklich mögen oder sie nur aus Höflichkeit fressen würden, war sie sichtlich begeistert von meinem Übermut und belohnte mich den Rest des Abends mit ihrem Wohlwollen. Das gipfelte schließlich darin, dass sie mich nachäffte, als ich im Laufe des Abends mit ihrem Mann ein paar Worte auf Deutsch, Prinz Philipps Muttersprache, sprach. Sie ging an uns vorbei und machte uns nach. Rum, ram, zack, zack. Schubram. Später erst erfuhr ich, dass das Nachahmen der Eigenheiten anderer Menschen ein besonderes Faible der Queen war. Familienintern war sie berühmt dafür, amerikanische Präsidenten zu imitieren. Ihre Spezialität waren Ronald Reagan und George W. Bush. Das ist so ein ganz kleines Beispiel, wo man aus so einer kleinen Geschichte, die er präsentiert, einfach so ein richtig schönes Schlaglicht auf das Wesen der Königin bekommt. Und das kommt immer wieder zwischendrin in dem Buch. Er beschreibt auch aus seiner eigenen Familiengeschichte das ein oder andere, was dann wiederum Dinge erklärt, die in der Königsfamilie vonstatten gehen. Er befasst sich mit der Religion, mit dem Glauben der Königin und untersucht eben an so verschiedenen Punkten, was das Erbe der Königin ist bzw. sein könnte. Und er sagt, eines der großen Erben, die sie hinterlassen hat, ist mit Sicherheit die Fähigkeit zu vergeben. Und das ist ja auch etwas, was wir bei Charles wiederfinden, was ihm ja, wie ich auch schon in anderen Filmen angedeutet habe, immer wieder so kritisiert wird, dass er Harry immer wieder die Hand ausstreckt, dass er immer wieder Friedensangebote macht und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was schon bei der Königin angelegt war. Die Königin selbst, sagt Schönburg, ist eine sehr schlichte Frau gewesen, im Prinzip eine Frau ohne Eigenschaften. Und dass aber gerade dieses Fehlen von Eigenschaften, von Ecken und Kanten, die ja Prinz Charles wiederum sehr ausgeprägt hat, denn er teilt ja auch seine Meinung sehr offen mit, hat es immer getan, und ist ein Bücherwurm, womit er in seiner Familie auch ziemlich alleine steht. Und der Glaube der Königin ist also ein sehr schlichter wie auch und vor allem eine Zuhörerin. Und Alexander von Schönburg betont, dass das eigentlich das Wichtige an der Königin gewesen sei, dass sie eben die Menschen gefragt hat, dass sie Fragen gestellt hat, dass sie zugehört hat und dass das eine Qualität ist, die in der modernen Zeit nicht mehr sehr oft anzutreffen ist, sondern meistens gelten Leute, die hauptsächlich fragen und zuhören, eher als dumm. Und er sagt aber, dass das eigentlich eine ganz besondere Qualität ist. Und in dem Zusammenhang kann ich mich noch, fällt mir jetzt ganz spontan ein, tatsächlich an Marilyn Manson erinnern. Ja, also wem das der Name jetzt nichts sagt, bitte googeln. Ich würde denen nur zuhören. Und das hat bei mir irgendwie Klick gemacht und bei der Königin war das eben genauso. Und er, also Alexander von Schönburg, beschreibt in dem Buch eben diese Soft Power, die Königin ausgeübt hat. Nämlich, dass sie den Leuten eben A, zugehört hat, B, dass sie einen fundierten Glauben hatte, der sie getragen hat und C, dass sie Leute sozusagen mit einem Art Überraschungseffekt gekriegt hat. Er bringt das Beispiel Ghana, wo der Staatschef Nkrumah, nachdem er mit seiner Demokratisierung nicht besonders weit kam und das Land immer tiefer in wirtschaftliche und politische Probleme geriet, sich immer weiter in die sozialistische Ecke bewegt hat, immer sich weiter der Sowjetunion angenähert hat. Und die Amerikaner haben sich unter Kennedy geweigert gehabt,
Ghana finanziell zu unterstützen, weil sie sagten, wir geben ja jetzt nicht einen Haufen Geld rein und dann rennt der zu den Russen und nimmt das Geld mit. Also nichts da. Und daraufhin hat der englische Premierminister die Königin gebeten, nach Ghana zu reisen und dort sozusagen gut Wetter zu machen und dem Präsidenten vor Augen zu führen, wie schön es doch ist, wenn man beim Westen bleibt. Die Situation in Ghana wurde immer problematischer, so problematisch, dass die Regierung tatsächlich diese Reise absagen wollte. Und die Königin hat aber darauf bestanden zu fahren, hat es auch gemacht und hat tatsächlich am Abend bei einem Empfang mit Musik und Tanz und tralala, ist sie aufgestanden und hat tatsächlich mit Präsident Nkrumah getanzt. Sicherlich mit ihrer Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, Menschen aus ihren, von ihren Zielen sozusagen mit sanfter Hand wegzubringen, eine der ganz wichtigen Triebfedern. Ja, es gibt also ganz viele Dinge, die er hier vorstellt, wo er sagt, das ist eigentlich was, was in die Zukunft weist, was die Königin uns hinterlassen hat. Auch ihre Fähigkeit, Dingen mit Ruhe zu begegnen, nicht gleich aufgeregt auf alles zu reagieren, was ihr oftmals, ja, wir denken speziell an den Tod von Prinzessin Diana damals, was ihr oft sehr negativ in den letzten Jahren ausgelegt wurde. Ist klar, nach dem Tod der Königin ist natürlich vieles von dem vergessen worden, schlicht und ergreifend, was vorher gelaufen ist. Aber Schönburg schildert all diese Sachen und gibt dabei auch zu bedenken, dass die Königin, und das vergessen wir oftmals, weil sie als eine Frau ohne Eigenschaften präsentiert wurde, ihr Lebtag lang, dass sie ein Produkt der 40er, 50er Jahre war. Ihr ganzes Denken, ihr ganzes Handeln stammt aus dieser Zeit. Ihre Erziehung ist in den 40er, 30er, 40er Jahren gelaufen und ihre Königin-Rolle hat sie definiert nach dem, was sie bei ihrem Vater gesehen hat. Denke ich, stimmt das jetzt? Würde ich das auch so sehen? Und wo passt es zusammen mit dem, was ich weiß? Auf der einen Seite sage ich ja, sie hat sicherlich ihre Rolle als Königin nach dem gebildet, was ihr Vater vorgelebt hat in der kurzen Frist, die er nur König war. Aber ich denke, sie hat auch wichtige Dinge von ihm nicht übernommen. Und dabei fällt mir jetzt besonders Prinz Charles und Prinzessin Anne ein und deren Erziehung. Denn König George VI. War ein Empfangen und hat auch zum Beispiel, als Prinzessin Elizabeth geheiratet hat, ihr einen Brief geschrieben, ungemein rührend, sehr liebevoll, sehr herzlich, wo er eben zum Ausdruck bringt, dass er der Überzeugung ist, dass sie die richtige Entscheidung getroffen habe, indem sie Philipp geheiratet hat, aber dass er sie auch maßlos vermisst. Das ist sowas, das hat sie für ihre Kinder wiederum offensichtlich nicht angenommen, denn gerade Charles und Anne erstmal finden musste und da eben das Muttersein nicht an erste Stelle stellen konnte, sondern ja, die Regierungsgeschäfte nach vorne kommen. Ich persönlich habe da so ein bisschen meine Probleme damit, denn ich denke, sie ist keine wirklich regierende Monarchin gewesen. Sie hatte natürlich die berühmten Red Boxes mit den Papieren der Regierung zu lesen oder hat sie gelesen, aber tatsächlich, wenn wir mal ehrlich sind, hat die Idee der Königin oder die Ideen der Königin, wenn ein Premierminister oder eine Regierung wirklich was machen wollten, haben die Ideen der Königin da wirklich nicht interessiert. Die haben sie sich zwar angehört und haben sich dann auch ihre Ermahnungen wahrscheinlich reingezogen und dann höflich genickt sind gegangen und haben ihr eigenes Ding gemacht. Von daher denke ich, das war einer der großen Fehler, die man der Königin wirklich ankreiden kann.
da ist Prinz Charles oder jetzt König Charles wirklich ein anderer Typ, denn er ist mit seinen Söhnen extrem warmherzig umgegangen. Alexander von Schönburg zitiert hier auch nochmal Harry mit seinen Memoiren, der darin sogar zugibt, dass der Vater ein sehr engagierter, richtig rasanter Erfolg. Man muss auch bedenken, dass die Leute, die sagen, naja, sie als Königin und sie konnte ja nicht und so weiter und so fort, dass all dies nur wenige Jahre geschah, bevor zum Beispiel John F. Kennedy fotografiert wurde, wie er ihm zugehört und ja, die waren einfach mit dabei. Und das zeigt für mich einfach diese Möglichkeit, die sich die Königin einfach nicht genommen hat. Und das kann man einfach nicht entschuldigen, denke ich. Ja. Man kann Erklärungen dafür finden, dass sie eine Frau aus einer anderen Zeit war, dass sie als Königin natürlich was anderes war als ein Präsident. Aber für mich sind es halt alles, es greift nicht wirklich. Dass sie in Erziehungsfragen tatsächlich nicht so richtig, richtig erfolgreich war, zeigt sich auch dann bei ihrem Sohn Andrew. Das habe ich mir jetzt besonders angestrichen, weil es so sprechend eigentlich ist für das, was passieren kann, wenn das Erziehungssystem der Familie Windsor in nähere Generationen weitergetragen wird. Nämlich die Tatsache, dass man für den zweitgeborenen Sohn keine andere Berufsperspektive erarbeitet als die in der Armee. Beim Militär ist es so, dass die Angehörigen des Militärs relativ jung aus diesem Beruf ausscheiden. Und im Normalfall bekommst du ja dann als ehemaliger Offizier oder Zeitsoldat bei uns hier, bekommst du ja deine Abfindung und das ist in England genauso. Und mit der baust du dir dann einfach dein neues Leben auf. Du siehst halt zu, dass du mit dem, was du in der Armee gelernt hast, sozusagen die Berufswahl steuerst für nach dem Militär. Und das ist sowohl bei Andrew als auch bei Harry echt schief gegangen, weil die beiden sind jeweils Andrew aus der Marine, Harry aus der normalen Armee ausgeschieden und hatten nichts, was sie dann machen konnten. Es gab einfach nichts. Andrew hat Golf gespielt, war gefühlt von Reisen unternommen. Er war dann Wirtschaftsbotschafter, hat sich aber dort derartig in die Nessel gesetzt, indem er einem engen Freund zum Beispiel geheime Staatsunterlagen gezeigt hat, indem er Gelder angenommen hat, indem er Gelder, so heißt es zumindest, auf den Caymans hat, nicht auf den Caymans, auf den Virgin Islands hat geholfen anzulegen und, wo ihm überall nur am Schluss den Arsch auf gut Deutsch gerettet hat, dass er der Lieblingssohn der Königin war. Andrew an sich ist ein höchst problematischer Charakter und ich muss jetzt sagen, dass Schönburg ihn offensichtlich persönlich kennt, mehrmals getroffen hat, denn er schreibt hier, und jetzt lese ich gerade mal ein bisschen vor, Prinz Andrew, das kann ich ohne Übertreibung sagen, ist der mit Abstand dümmste Mensch, dem ich je begegnet bin. Er bewegt sich mit einer Aufgeblasenheit durch die Welt, die beeindruckend ist. Aus jeder seiner Bewegungen, seiner Mimik und jeder Silbe, die seinen Mund verlässt, spricht ein unerschütterlicher Glaube an die eigene Bedeutung, gepaart mit einer alles verschlingenden Aura der Ignoranz. Ich habe ihn nur wenige Male in Gesellschaft erlebt, konnte ihn dabei aber in aller Seelenruhe beobachten, ohne dass er es gemerkt hätte, denn er nahm mich gar nicht wahr. Er verfügt über den sicheren Instinkt eines Mannes, der nur Menschen registriert, die in der sozialen Hackordnung über ihm stehen. Das sind naturgemäß nur sehr wenige. Oder solche, die sehr viel reicher sind als er.
Um den Charakter eines Menschen taxieren zu können, ist es hilfreich, wenn man ihn beim Umgang mit Untergebenen beobachtet. Sitzt man zum Beispiel am Hof bei Tisch und es wird einem Essen serviert, bedankt man sich natürlich nicht nach jedem Gang ausdrücklich bei dem servierenden Diener. Ein kurzer Blick, ein kleines Nicken, manchmal ein geflüstertes Thank you, genügt. Damit signalisiert man, wenn auch nur oberflächlich, dass man den Service, den man gerade genießt, zu schätzen weiß. Andrew würdigt Diener nie eines Blickes. Sie scheinen für ihn nicht zu existieren. Sie bedienen ihn und er nimmt es gar nicht wahr, als wäre es ein Naturgesetz, dass ihm alles im Leben serviert wird. Als er im November 2019 der Journalistin Emily Maitlis, berühmt für ihre hartnäckige Fragetechnik, jenes verheerende Fernsehinterview für die BBC-Sendung Newsnight gab, das sein Ende als eine der Repräsentanten des Königshauses zur Folge hatte, war dies nur noch einmal eine letzte in dieser völligen Sinnlosigkeit der Existenz. Was die Erziehung der beiden Töchter, Beatrice und Eugenie, angeht, das blieb seiner Frau überlassen. Er selbst hat sich kaum drum gekümmert. Vielleicht sind die Mädchen deswegen so gut geraten, weiß es nicht. Also er hatte im Prinzip keinen wirklichen Sinn in seinem Leben. Und als man ihn dann als Wirtschaftsbotschafter abgesetzt hat, weil die Regierung wirklich die Reißleine ziehen musste, weil es zu viele Beschwerden gab, weil Botschaften darum gebeten haben, dass man ihn nicht mehr schicken möge, war ihm auch dieses Letzte genommen und er hatte im Prinzip nichts mehr. Schönburg berichtet auch, und man kann, wenn man über Andrew spricht, natürlich Epstein nicht beiseite lassen als Thema. Er zitiert hier oder berichtet hier von diesem Interview, dass Emily Maitlis ihm die Frage gestellt hätte, ob es ihm nicht seltsam vorgekommen sei, wenn er bei Epstein war, dass da so viele minderjährige Mädchen rumrennen und was die da so tun und was deren Sinn ist und so. Und dann, ich zitiere, schreibt er: In seiner unverwechselbaren Mischung aus Dummheit und Arroganz antwortete er, die seien ihm gar nicht aufgefallen. Zitat: Ich habe sie nicht wahrgenommen. Schließlich sei er es gewöhnt, von zig Personen umgeben zu sein, von denen er nie so genau wisse, was die eigentlich täten. So kann nur jemand reden, der sich für ein höheres Wesen hält und für den Normalsterbliche eine andere, niedrigere Spezies sind. Ja, für Schönburg ist die Erklärung, warum Andrew so missraten ist, die Tatsache, dass man sich in Königsfamilien einfach schlicht und ergreifend für was Besseres hält. Und dass man das seit Jahrhunderten tut und dass man das auch seit Jahrhunderten so an die eigenen Kinder und Enkelkinder weitergibt. Und dass solange dieser Bann nicht gebrochen wird, auch immer wieder solche Pflänzchen wie Andrew aus dem Boden schießen werden. Ich hoffe jetzt mal, dass William und Catherine das für sich so mitgenommen haben in die Erziehung ihrer Kinder. Denn nach dem Windsor'schen Familiengesetz wäre wahrscheinlich Louis dann der absolute, ja, absolut für dieses Andrew-Schicksal prädestinierte Junge. Denn er ist nachgeboren und man kann nur hoffen, dass man ihn höchstens mal zum Schnuppern zur Armee schickt und ihn dann einen ganz normalen, echten, ehrlichen Beruf ergreifen lässt, von dem er dann leben kann und der ihm dann auch einen Sinn in sein Leben reingibt. Also das ist nur zu hoffen. Was Schönburg noch aufgreift, was ich auch sehr interessant finde, ist tatsächlich das, was Harry in seinen Memoiren beschreibt, wenn er da sagt, dass die verschiedenen Haushalte jeweils bemüht sind, ihren Royal gut aussehen zu lassen. Das heißt, wenn irgendwelche schlechten Nachrichten, negativen Schlagzeilen über den Royal aufgetaucht sind, dass man dann immer versucht, so ein bisschen Dreck in die andere Richtung zu werfen. Ja? Schreibt jemand was Negatives über Kate, bemüht sich,
der Haushalt des Prince of Wales dann, was weiß ich, die Kate, Meghan schlecht aussehen zu lassen und streut da dann ein Gerücht, umgekehrt genauso. Und dadurch entsteht ein enorm, enorm angespanntes Verhältnis zwischen den Mitgliedern der Königsfamilie. Das erklärt sicherlich auch, warum diese Animosität zwischen König Charles und Andrew entstanden ist. Nicht nur wegen all dem, was Andrew getan hat und was für Charles absolut inakzeptabel ist, sondern auch dadurch, dass beide Brüder im Prinzip praktisch nicht mehr miteinander direkt kommunizieren. Was, ich hatte es mal in einem anderen Film erläutert, durchaus gang und gäbe ist. Also mein Privatsekretär ruft deinen Privatsekretär an, so nach dem Motto. Ja, Andrew, wir wissen es alle, musste gehen, musste auch sein Büro im Buckingham Palace auflösen und zu sich hin umziehen sozusagen. Und hier wirft Schönburg auch ein neues Bild auf oder einen neuen Blick auf Angela Kelly, die ursprünglich nur in Anführungszeichen Modistin der Königin war und dann zu ihrer Vertrauten mutiert ist. Von denen ausgehend ich eigentlich ein positives Bild von Angela Kelly hatte, was ich aber nach der Lektüre hier ziemlich revidieren musste. Die Sache ist nämlich folgendermaßen. Angela Kelly hat einen Vertrag über 3 Bücher. Geschrieben hat sie 2. Nach dem Tod der Königin musste sie mittlerweile aus der ihr als Ehrenunterkunft überlassenen Villa, Haus, ein Windsor Castle ausziehen, also in der Anlage von Windsor Castle ausziehen und hat von König Charles zum Ausgleich ein entsprechendes Haus in Nordengland bekommen. Damit ist sie, ja, merke wichtig, allein schon geografisch ziemlich vom Schuss. Warum, fragt man sich nun, hat Charles Angela Kelly so hart angepackt? Jetzt habe ich meine Denkkappe oben im Arbeitszimmer liegen lassen, aber okay, es geht jetzt auch mal ohne. Es ist nämlich so, dass der König mit der Überlassung dieses Hauses in Nordengland Angela Kelly nochmals eine Schweigevereinbarung hat unterzeichnen lassen. Und diese Schweigevereinbarungen sind gang und gäbe für Mitarbeiter des Palastes, weil man damit einfach verhindern will, dass die irgendwann anfangen, Geld zu machen, indem sie irgendwelche unschönen Publikationen rausbringen. Die erste, die dieser Sache zum Opfer gefallen ist, war damals Miss Crawford, die das Kindermädchen von Prinzessin Elizabeth und Prinzessin Margaret, die wirklich alles verloren hat, was sie an Zuwendungen von der Königsfamilie nach ihrer Verrentung bekommen hatte, weil man so empört war über das Buch, das sie geschrieben hat über die Prinzessin, was sich heute völlig langweilig und harmlos liest. Aber okay. Also, Angela Kelly hatte schon so eine Schweigevereinbarung. Sie hat auch die 2 Bücher, die sie bislang geschrieben hatte, mit Zustimmung der Königin veröffentlicht. Aber ein Buch fehlt noch laut Vertrag. Und deswegen hat Charles wohl zugesehen, dass sie eine wasserfeste Schweigevereinbarung unterschreibt und deswegen keinen Blödsinn mit einem dritten Buch machen kann. Jetzt könnte man natürlich sagen, mein Gott, sie hat 2 Bücher geschrieben über die Klamotten von der Königin. Das ist jetzt nicht so, was will er denn da verhindern? Er will, sagen wir es so, Charles weiß, laut Alexander von Schönburg, dass Angela Kelly eine der übelsten, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, Dreckschleuder des Palastes war zu Lebzeiten der Königin. Sie hat als besondere Lieblinge Andrew und Edward gehabt und hat sich nach Kräften bemüht, alle mies aussehen zu lassen, außer den beiden. Sie hat also, er schreibt hier das Beispiel, dafür gesorgt, dass die Königin nach diesem ominösen Interview, das Andrew gegeben hat, mit ihm in Windsor Great Park ausgeritten ist und Angela Kelly selbst habe die Mädchen davon informiert.
Und die seien natürlich auch dort angetreten und haben Fotos gemacht von der Königin und Prinz Andrew zu Pferde. Was natürlich nach außen wirkte als Solidaritätsbekundung der Königin für ihren Sohn. Das ist natürlich ein Punkt, der so nicht geht, weil in dem Moment machst du Politik und du nutzt es aus, dass du dieses gute Verhältnis hast. Und da war offensichtlich für Charles Schluss. Und als die Königin verstorben war, hat er die erste Gelegenheit genutzt, um der Dreckschleuder, darf ich so sagen, einen Maulkorb zu verpassen und sie aus der Nähe des Hofs zu verbannen. Wenn das alles so ist, wie Alexander von Schönburg es hier schreibt, sage ich persönlich, kann ich verstehen, hätte ich auch so gemacht. Weil davon auszugehen ist, nachdem er Andrew ultimativ kaltgestellt hat und Schönburg sagt, Andrew wird keinen Fuß mehr bei Hof auf den Boden kriegen, weil William sieht es wohl genauso wie sein Vater, dass Andrew der Königsfamilie, dem Thron, einen unermesslichen Schaden zugefügt hat und auch nicht mehr sozusagen eingesetzt werden kann, ohne dass man ihn praktisch permanent mit Kindermädchen umgeben muss, 24/7, um zu verhindern, dass er irgendwelchen Blödsinn fabriziert. Und ganz ehrlich, wäre mir Andrew diesen Aufwand auch gar nicht wert. Ja, sag's mal so. Ja, von daher ist auch das Phänomen Angela Kelly mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Wer noch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten ist, ist tatsächlich Prinz William. Denn Alexander von Schönburg kennt auch ihn, kennt auch Catherine persönlich. Und er schreibt jetzt sehr interessant bei dem Ausblick, den er gibt, einmal auf das, wie man bei Charles oder mit was man bei Charles als König zu rechnen hat, aber auch mit dem, mit den Dingen, mit denen man gegebenenfalls rechnen muss, wenn es um William dann als König geht. Er schreibt jetzt, als Goldherz und Schatz galt William immer, aber eben auch ein bisschen als Langweiler. Es ist seinem Bruder zu verdanken, dass dies korrigiert wurde und er nicht mehr nur als Wonnejung gilt. William ist für Überraschungen gut. Worauf bezieht er sich? Natürlich auf jene Stelle aus Harrys Memoiren, in denen William ihn zur Rede stellt bzw. ihn ermahnt, sich diese sehr enge Bindung, diese geplante Heirat mit Meghan Markle nochmal gründlich zu überlegen, die Frau besser kennenzulernen, einfach der Sache noch mehr Zeit zu geben, bevor ultimative Entscheidungen getroffen werden, woraufhin es zwischen den Brüdern zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kommt und William Harry tatsächlich einen ordentlichen Bums verpasst, sodass der zu Boden geht und auf eine Hundeschüssel fällt, die daraufhin zerbricht. Also kurz gesagt, wir sehen, William hat ein ordentliches Temperament zu bieten. Er kann auch durchsetzungsfreudig sein. Und wo ein Erbe von Charles schon gesehen wird, ist in der Erfindung der Rolle des lauten Prince of Wales. Das heißt, vorherige Prinzen von Wales hatten immer die Eigenschaft, dass man von ihnen erwartet hat, dass sie eigentlich stille sind, den Ball flach halten, bis sie König werden und dann den Ball noch flacher halten. Okay, ja, ist halt so. Und es gab immer wieder einen Prince of Wales, der das gebrochen hat, also ich erinnere nur an Edward VII., der durch die Arbeiter, durch die Kohlenbezirke Englands gezogen ist und gesagt hat, something has to be done, als er das wirklich, wirklich schwere Schicksal dieser Bergarbeiter gesehen hat. Und das hat Charles sozusagen zur Perfektion gebracht, indem er eben immer wieder seine Meinung kundgetan hat, fundiert kundgetan hat, und das auch an William weitergegeben hat und den dazu ermutigt, eben auch seine Meinung zu formulieren und kundzutun. Mein letztes Stichwort ist Bergarbeiter.
Ja, nein, ich denke nicht, dass sich irgendwer wer unter euch noch an das Thema ABBA-Fan erinnert. Den meisten ist es erst bewusst geworden oder haben überhaupt das erste Mal davon gehört durch die Serie The Crown, wo diese unsagbare Tragödie nochmal dargestellt wurde. Kurz zur Erklärung: ABBA-Fan ist ein kleiner Kohleabbaubezirk und in ABBA-Fan gab es einen großen Abraumberg, der eben durch diese Grabung ans Licht befördert worden war. Also ich erkläre das jetzt nicht als Bauinspektor oder Bergwerksinspektor, sondern mit meinen Worten. Und es gab geraume Zeit vor der Katastrophe Warnungen, dass dieser Berg, der genau über dem Dorf Aberfan sich erhoben hat, nicht stabil sei. Es gab immer wieder Rutsche, sozusagen Lawinenabgänge. Und es war klar, es ist nur eine Frage der Zeit, wann da eine Katastrophe passiert. Aber weder die Bergwerksbehörde noch der Betreiber der Mine haben darauf irgendwie reagiert. Man hat die Dinge einfach laufen lassen und dann kam es, wie es kommen musste. Es gab einen massiven Abbruch und dieser Berg ist auf die Stadt niedergegangen und hat die Schule von Aberfan unter sich begraben. Es sind ein Großteil der Kinder des Ortes gestorben, es sind Lehrer gestorben, es sind natürlich auch Erwachsene ums Leben gekommen, aber das war eine unsagbare Tragödie. Im Nachgang war es so, dass, wie soll man das jetzt sagen? Jetzt muss ich im Prinzip den Zeitgeist der 50er Jahre erklären, der 60er Jahre in England. Es galt als wünschenswert und richtig, wenn man seine Gefühle unter Kontrolle hatte. Und als die Königin Aberfan nach einer längeren Wartezeit, ich glaube, sie hat 14 Tage gebraucht, bis sie dorthin gegangen ist, man hat es begründet damit, dass sie die Rettungsarbeiten nicht stören wollte und dass sie da eben niemandem im Weg stehen wolle. Und als sie dann endlich in Aberfan aufgetaucht ist, wirkt sie für heutige Zuseher der Aufnahmen damals sehr kühl, sehr professionell und wenig herzlich. Sie ist zwischenzeitlich nirgendwo so oft gewesen wie in Aberfan, aber was man heute, und so wurde es ja auch in The Crown dargestellt, als kalt und herzlos empfindet, war damals das Nonplusultra. Also das wurde damals gesehen als, ja, so hat man sich eben zu verhalten. Hätten die Hinterbliebenen der getöteten Kinder irgendwie psychologische Hilfe gesucht oder so, oder offen über ihre Qualen gesprochen, wäre das einfach auf Unverständnis gestoßen. Das ist nun ein Punkt, den man sich immer vor Augen halten muss, im Prinzip bei allen historischen Persönlichkeiten, mit denen man sich befasst. Sie sind immer Kinder ihrer Zeit. Sie entsprechen in ihren Handlungsweisen im Normalfall dem, was man von ihnen erwartet. Manchmal passiert es ein bisschen überraschend und manchmal ist es eher, ja, kontra. Aber im Prinzip von den Strukturen her sind sie immer Kinder ihrer Zeit. Und das muss man auch bei Elisabeth II. Betrachten oder immer im Hinterkopf behalten. Sie war ein Mensch der Kriegsjahre und der Nachkriegsjahre. Und sie war eben nach über 70 Jahren auf dem Thron eine sehr alte Frau mit einem alten Denken und einer eben solchen Unflexibilität, beziehungsweise mit der Sehnsucht nach Ruhe, weswegen sie wahrscheinlich auch in ihren letzten Monaten nicht mehr viel von der Harry- und Meghan-Affäre hören wollte. Ja, so viel zum Inhalt. Ich möchte euch das Buch sehr empfehlen, auch für Leser, die jetzt mit der Queen oder ihrer Familie nicht so sonderlich viel anfangen können, aber es werden sehr viele
Überlegungen angestellt über unsere Zeit, über unsere Denkweise, über das Thema Tradition. Wo liegt der Vorteil in darin, eine Königsfamilie zu haben, eine Königin zu sein? Er schreibt zum Beispiel sehr schön, warte mal, was ist das jetzt gerade? Wow, komm her. Ja, hey. In eine Königsfamilie einzuheiraten ist ein Fehler. In eine Königsfamilie geboren zu werden, eine Tragödie. Ersteres hat man wenigstens selbst in der Hand. Letzteres ist die Lotterie des Lebens. Das wäre eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Ja, noch nicht ganz. Also wie gesagt, das Buch sei euch wärmstens ans Herz gelegt. Ich werde, wenn euch dieses kleine Format gefällt, auch gerne auf Zuruf Bücher besprechen. Heißt, wenn euch irgendein Buch begegnet ist, wo ihr sagt, habe ich noch nicht gelesen, würde ich gerne mal von dir was drüber hören und dann überlegen, ob ich es lesen soll. Oder wenn ihr sagt, ich habe das gelesen, ich habe da schon eine eigene Meinung, aber ich wüsste gerne, was du davon hältst, dann gerne hier unten reinschreiben. Und ansonsten, ja, was gibt es noch zu sagen? Würde ich mich über ein Feedback zu diesem neuen Format freuen. Und natürlich auch noch erwähnen, dass ich, wie sicherlich die meisten von euch jetzt wissen, am Samstag, sprich vorgestern, die Königin von Schweden zum ersten Mal leibhaftig erleben durfte in Heidelberg, wo sie eine Charity-Neckar-Schiffsfahrt unternommen hat auf dem nach ihr benannten Schiff Königin Silvia der Weißen Flotte. Und es war sehr aufregend. Es macht, findet ihr unter www.petravonstrax.de. Könnt ihr gerne mal reinlesen. Und ich werde mit Sicherheit auch einen Film über sie und ihre Familie machen. Auch ein bisschen was über die Skandale rund um ihren Mann, den König Carl Gustav von Schweden, machen. Ja, lasst euch einfach überraschen. Wie gesagt, ans Herz gelegt sei euch Alexander von Schönburgs Was bleibt, was wird, die Queen und ihr Erbe. Und in diesem Zusammenhang ein Gruß an seine Schwester, die Fürstin von Thurn und Taxis, Gloria, eine Geborene von Schönburg-Glauchau. Denn über die kommt demnächst Bücher über sie gleich vorstellen. Es bleibt spannend. Bis denn.